Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung hat einen nicht geringen Teil der Forderungen, welche wir als Alternative für Deutschland seit Monaten aufgestellt haben, endlich umgesetzt und eine Veränderung in ihrer Corona-Politik vorgenommen, die längst überfällig gewesen ist. Mehr Eigenverantwortung war und ist der richtige Weg. Die Art und Weise des Umgangs mit abweichenden Meinungen, die völlig dilettantische Vorgehensweise im Frühjahr 2020, wo sie mit der konsequenten Umsetzung des hessischen Pandemieplans durchaus viel Leid gerade bei vulnerablen Gruppen hätten vermeiden können, mehrere Lockdowns und auch der Raubbau an Bürgerrechten hinterlassen zum einen deutliche Spuren des Vertrauensverlustes in die Politik und zum anderen erhebliche ökonomische Schäden. Insgesamt war Ihre Politik in den vergangenen zwei Jahren ein Desaster für unser Land. Nicht angesprochen haben Sie heute, Herr Staatsminister Klose, dass sehr viele geimpfte Bürger mit schwersten Nebenwirkungen zu kämpfen haben, was ja auch durch die Charité nun erneut nachgewiesen wurde und immer mehr in der Bevölkerung auch thematisiert wird. Gut so, man kann die Wahrheit eben nicht unterdrücken, und wir hoffen auch, dass die Wahrheit bei der FDP irgendwann einmal ankommt und sie diese zur Kenntnis nimmt. Angesichts erneuter Forderungen nach einer Impfpflicht von Ihnen, Herr Minister Klose, für die über 60-Jährigen, wovon wir heute nichts gehört haben, sollten Sie, und das meinen wir, wie wir sagen, ernsthaft über persönliche Konsequenzen nachdenken. Denn das ist die logische Konsequenz für jeden Politiker, der die Bürger zu Handlungen zwingen will und garantiert für Risiken und Nebenwirkungen nicht die Verantwortung übernehmen kann und auch nicht die Verantwortung übernehmen wird. Herr Staatsminister, es steht Ihnen nicht zu, für freie Bürger unseres Landes eine Risikoabwägung mit Wirkstoffen vorzunehmen, die nachweislich zu schweren Gesundheitsschäden bis hin zum Todesfall führen können. Während Sie auf Pflicht und Zwang bei den Impfungen setzen, versuchen Sie es bei der Coronavirus-Basis-Schutzmaßnahmenverordnung mit Eigenverantwortung und Aufklärung. Allerdings hapert es bei der Aufklärung in Fragen präventiver Maßnahmen. Sie klären nicht darüber auf, wie man das Immunsystem stärken kann. Für den Herbst ein enorm wichtiger Faktor. Gerade für ältere Patienten ein wichtiger Aspekt. Sie informieren weiterhin nicht, wie wir zukünftig bei Infektionskrankheiten handeln werden und wie die hessischen Bürger sich schützen können, ohne dass es erneut zu einer solch desaströsen Politik kommt, wie wir sie durch die Hessische Landesregierung bisher erlebt haben. Leider haben Sie in 2021 unseren Antrag zur Enquete-Kommission abgelehnt, während die neue Bundesregierung sehr schnell eine Expertenkommission gebildet hatte. Es sei dazu gesagt, auch SPD und die anderen Parteien im Hause haben das abgelehnt. Und damit den genau von uns geforderten Weg hat da die Große Koalition eingeschlagen, gegen den sich die Hessische Landesregierung ausgesprochen hat. Dabei kann eine solche Kommission wertvolle Arbeit für die Zukunft leisten. Länder wie Taiwan haben genau das nach der SARS-Pandemie in 2003 erfolgreich umgesetzt. Leider wird auch über die einrichtungsbezogene Impfpflicht überhaupt nicht mehr gesprochen. Die dort arbeitenden Bürger müssen sich weiter einem Zwang beugen, welcher absolut keinen Sinn macht, da die Impfungen nun einmal keinen nennenswerten Fremdschutz bieten. Die größte Verantwortung, meine Damen und Herren, tragen Sie allerdings bei den jüngeren Generationen, also bei jenen, die hier gar nicht zur Sprache kommen und die nun wahrhaftig keinen Grund haben, sich impfen zu lassen, und bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis nicht einmal von Ihnen noch schön geredet werden kann. Gerade bei jungen Menschen müssen die Impfungen augenblicklich eingestellt werden. Man kann das nicht oft genug sagen. Was hier in unserem Land geschieht, ist unverantwortlich. Meine Damen und Herren, eine Frage gibt es, die ist sehr wichtig. Herr Staatsminister Klose, auf Basis welcher Studien und welchen Wissens bauen Sie eigentlich Ihre Politik auf? Und wieso betreiben Sie eine solche an der Realität und Forschungsergebnissen völlig vorbeigehende Politik weiter, selbst bei Kindern und Jugendlichen? Wir sagen Ihnen die Wahrheit. Ihr völliges politisches Versagen bei SARS-CoV-2 haben Sie mit harten Einschränkungen von Bürgerrechten und einem Feldversuch mit Impfstoffen auf Kosten der Bürger unseres Landes versucht zu kaschieren und sind nun dermaßen in Ihre Legendenbildungen verstrickt, dass es für Sie kein Zurück mehr geben kann. Analog zu vielen anderen Politikfeldern unseres Landes, und meine Damen und Herren, das ist das größte Problem unseres Landes, Ihre Legendenbildung. Vielen Dank.